eine türkische Windel? Ich die stink oder so? Güllehülle. Was? Eine türkische was? Eine türkische Windel. Güllehülle. Alter, was für beschiss. Als Türke kann ich wirklich nicht darüber lachen, Alter, weil die, hier, weil die Wörter alles gar nicht stimmen. Ja. Alter! Du verrücktes Stück Müll, Alter, ey. Merkel, ehrenhaft übernehmen wir den Heli, damit die anderen wegrennen können. Sag dir Bescheid, wenn irgendwas ist. Alter! Er rastet hier völlig aus bei mir, ey. Oh, hallo, willkommen zurück in der 7. Staffel bei der, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist jetzt, zusammen mit Jatsko, Moin. Felix, hallo, und Mercury. Hi. Hey, ich bin so cool, ey. Aufgabe jetzt, seht ihr da, Klärwerk, die Kiste. Jetzt wollen wir mal suchen, die mal zu bekommen und zu beschützen, da die Viertelstunde, wie lange der dauern möge. Oh, ich muss gleich zur Tür hoch, Alter, ich krieg gleich Plack, ey. Lalam. Vielleicht haben wir nicht noch mal ein kleines Stück. Och, der geht schnell. Wird auf jeden Fall, halt ja. Boing. Felix, ich wollte mich bei dir eigentlich schon immer mal bedanken. Bei wem? Bei dir. Bei? Dass du mit mir früher mal den Eorken Wait gemacht hast und mir das als erstes gezeigt hast. Oh, so eine sentimentale Scheiße und, hier in meinen Folgen, und habe, ey. Und habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich bis vor kurzem noch gedacht habe, dass man die Eoken lernen muss? Okay. Au. Aber erinnere mich an andere, Mercury. Hat sich der Typ schon bei dir entschuldigt eigentlich? Nein. Nein? Wer ist der Typ? Na, der mit dem Dreck, weil er in die Fresse gefahren ist. Nee, noch nicht, Jody. Ich hab's noch nicht gefunden. Boni, wo ist denn die Kette? Jumpcheck, wer ist denn neben uns? Wir sind zu viert? Ja, recht. Okay. Ja, also, wir sind zu viert. Er hätte sein können, dass wir zu dritt nur sind. Oh, du Lappen, Alter. Ich kann nur bis 2,5 sehen. Du Lappen. Warum? Ich hab doch nicht gesagt. Oh, die kriegt das gleich wieder. Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Warte ab. Leute, wenn die Kiste jetzt auf ist, ne? Wir gehen da jetzt hin und wir holen uns denjenigen. Ja, ja. Die Kiste ist dann nicht auf, weil sonst wäre die weg. Ich will die AK haben. Also, irgendwas Dreier ist eigentlich immer drin gewesen, ne? So, Ruhe jetzt hier. Konzentration. Ja. Seid ihr? Na, unten an der Straße. Eins ist hier, das ist McVeer. Sind fast da, ne? Also wir hatten Besuch eben beim Dings Rocket Launch. Volle Konzentration jetzt. Guck mal, da oben ist eine grüne Kiste. Können wir hochgehen auch noch, wa? Warte, ich springe jetzt gleich erst durch euer Loch, wo ihr rausgesprungen seid. Können wir hochgehen und die looten die Sachen oder was? Ja, warte mal, die Kiste erst ist weiter. Erstmal die Kiste suchen. Kiste ist noch ein Stück. Ich hab die noch nie gesehen. Ja, deswegen rennen wir ja hier hin. Wer ist jetzt looten? Ich frag nur. Ah, ich sehe die Kiste. Ach, da ist sie, die abgeschlossene. Und ja. Da müssen wir uns jetzt vorstellen. Warte mal, noch nicht machen bitte. Noch nicht darf machen. Darf ich die nicht aktivieren? Nee, noch nie, weil es wollen ja alle mal sehen. Okay. Warte. Und dann würde ich beginnen Hacking machen. Ja, da ist hier so ein rotes Display. Mhm. Na? Und mit dem musst du bloß interagieren. Ja, sag Bescheid, wenn ich kann. Ja, mach, jetzt haben sie alle gesehen. So, jetzt seht ihr hier das Display. So, ich bin AFK. 15 ja, Minuten, genau. Na? Also Alter. Auf die Uhr geguckt, auf die Uhr 42 ist es. Du kannst jetzt 10 Minuten looten gehen. Ja, dann lass die dauert noch 15 nach Minuten. In 15 Minuten kann dem Ding gar nichts passieren. Wenn hier 500 Leute herkommen. Scheißegal. Wär's gerade abgestürzt von euch? Okay. Findest du lustig, ja? Machst du mich wieder aus, ja? Ja. Bin ich nett. Bin ich sehr, sehr nett. So, erzähl uns mal einen Witz, Odi. Kennst du einen Witz, wenn Onkel Fritz in der Badewanne sitzt und mit seinem Pisser spritzt? Nee, erzähl mal.
Das war er doch. War schon. Ach, der kürzeste Taucher, der kürzeste Taucher, der kürzeste Witz der Welt, ne? Ein Taucher, gluck gluck weg war er. Das ist ein Tevis durch, der muss erst ziehen. Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barmann, was denn los heute, warum so lang Gesicht? Nee. Mercury hat super Witze? Nein. Gar keine? Nein, ich kenne nur Fakten. Okay, der war gut, der Witz. Der war wirklich gut, Alter. Ja, hast du verstanden? Wie heißt denn die türkische Fluggesellschaft? Turkish Airlines. Döner heb ab. Aber ist die beste, wa? Wie nennt man gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Türkisch? Aldi auf, Aldi zu. Wie? Aldi auf, Aldi zu? Ja. Der war flach, Alter. Oder hier, was macht ein Türke beim Fußball, wenn er eine Ecke bekommt? Protestieren? Er eröffnet einen Dönerladen. Ach so, weil er eine Ecke bekommt. Oder hier treffen sich zwei Türken, kommen 30. Ja, das stimmt, ja. Das war kein Witz. Das ist die Realität. Wie heißt eine türkische Windel? Ich die stink oder so? Güllehülle. Was? Eine türkische was? Eine türkische Windel. Güllehülle. Alter, was für beschiss. Als Türke kann ich wirklich nicht darüber lachen, Alter, weil die, hier, weil die Wörter Alice, gar nicht stimmen. Oder hier, wie heißt Alice im Wunderland bei den Türken? Eiche bei Aldi. Ach, schade, dass man sowas nicht bringen kann in Videos, ich verstehe das auch nicht. Ich hätte sie alle so einen türkischen Metzger. Mahmet. Mahmet. Okay. Okay. Komm, hau ein paar Sauerkrautwitze raus. Mercury. Was kommt raus, wenn man eine Ratte mit einer Kuh kreuzt? Oh Gott. Schon Feindkontakt gehört? Was? Was? Murat! Hast du nicht gehört, Felix? Nee, überhaupt nicht. Was kommt raus, wenn man eine Ratte mit einer Kuh kreuzt? Okay. Murat. Ah, herrlich. Was ist eine Kuh auf Skiern? Eine Muschi. Oder hier, wie heißt die türkische Fluggesellschaft? Da gibt es eine andere, Erdogan. Erdogan. Oh ne, hier ist so ein langer Witz, aber den will ich nicht lesen, der ist mir zu lang. Warte mal, ich glaube, bei mir ist einer. Bei dir ist jemand. Ich glaube, ich habe gerade irgendjemand Stampfen hören. Bewegt sich jemand von uns? Nein. Okay. Ich hab die Kiste im Blick. Perfekt. Oh, ich darf auch jetzt nicht schießen. Also du darfst nicht schießen. Nee, du hast mich nicht verraten, weil ich muss gleich kurz hoch. Nee, auch der Helikopter. Deswegen habe ich meine Waffe ausgezogen. Also ich sitze hier naked da mit Helm und... Ich auch, ich habe nicht mal einen Helm auf. Sieht einer die Zeit? 2 Minuten. Noch? Ja. Echt? Wow, ich bin hier aber schnell, wa? 42. Wartet. Das ist aber echt schön, dass die Zeit eben. Was, Okay, jetzt wird's nochmal stockduster. Scheiße, was ist runtergefallen. Warte mal. Psst. Was ist da jemand? Hier? Läuft hier jemand? Da ist jemand. Ich bin unten. Nicht laufen, Jungs. Nee, ich. Kann ich mich wieder komplett rüsten wegen dem Heli, oder? Ja. Nee. Er kommt gerade näher. Jetzt kommt er her. Der Drecksheli. Oh, wenn es jetzt hell wird, dann muss ich eh vom Busch weg, dann muss ich mich woanders schützen wegen meinem Kollegen, Alter. Ja, Scheiße, wir hauen ja gleich ab. Komm zu mir. Nee, jetzt nie. Wenn hier draußen einer rumläuft, nie. Ja, mein Kumpel ist gerade da, kann ich kurz losgehen schnell? Ja, geh los. Wenn du naked bist, geh los. Ja, ich bin naked. Scheiße, ich bin runtergefallen, ich muss wieder hoch. Naja. Ich bin nicht so davor. Ja, Drecksheli ist hin. Ich habe Schritte bei mir gehört.
Ja, bei die, euch unten im Gebäude, habt ihr euch gerade bewegt? Nein. Oh, die auch nicht? Nee. Also wenn du dich jetzt nicht wirklich 2 Meter bewegt hast, an dem Tor unten, wo der Ausgang ist, wo du reingesneakt laufen kannst, na? Ja. Ist einer. Hä? Ich bin's, aber ich laufe nicht rum. Achso, ne, du hast dich ja gerade bewegt. Aber ich hab nicht gelaufen, ich bin nicht gelaufen. Ja klar. Nein, wirklich nicht. Du hast dich bewegt, von links nach rechts. Du wirst beschossen, ihr werdet beschossen. Vom Meli. Hört euch aus. Nee, hilft ja auch nicht mehr, das aussieht. Ihr seid jetzt getriggert. Wen hat denn der getriggert von euch? Keine Ahnung. Ich war ganz kurz. Dann geht mal der erste nackt raus. Nackt raus. Wenn er erschossen wird. Aua! Warum schießt du auf mich, du scheiß Heli, Alter? Hey, Dings ist jetzt offen. Keine Probleme. Ja, ich bin da. In dem anderen Gebäude wird er noch beschossen. Ja, auf mich wird geschossen. Ich kann mich gar nicht anziehen, ne? Hinter uns. Wo soll ich denn hingehen? Oh Gott! Rakete! Nee, in dem siehst du, wo ich hingucke. Platzko. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Rechts von dir. Achso, links ja, von dir. Dort, ja. Dort, das Gebäude hat er auch gerade geschossen. Dort ist aber er hatten beide geschossen, ne? Ja, ja, okay, das ist immer auf Odi und immer auf Fremde. Kann ich mich jetzt hier frei bewegen? Odi, ich geh das Ding jetzt gut nach. Ja, mache. Kann ich mich hier frei bewegen? Naja, ja, du bist ja naked. Ja, mich hat er ja schon lange triggern müssen. Schon wieder C4? Ja, ich hab das Ding jetzt gelootet. Ich hau ab, oder? Lauf. Soll ich mitkommen? Ja, na klar. Du rennst lang. Geradeaus war an der Odi rechts dran vorbei. Also an Odi vorbeigerannt. Okay. Weil den Jungs können wir gerade nicht helfen. Nee, tut uns leid. Die haben den Heli als Trigger. Ja. Du hast bei mir eine Waffe auf dem Rücken. Ja, auf dem Rücken hast du die auch. Achso, ja. Was hast du denn für ein Gear an? Ach, 2 Sachen, wa? Ja. Ich hab gar nichts jetzt angezogen, aber ich zieh gleich an. Warte. Er kommt zurück mit Raketen, ja, glaube ich. Ja, der wird Raketen ziehen. Zieht Raketen auf euch? Der wird euch erstmal im Schacht halten. Ja, aber solange wie der bei euch ist, oh, ich nehme mal Schokolade noch mit. Könnt ihr wegrennen? Genau. Weil dann können wir uns nämlich auch gleich wieder anziehen. Demnächst. Aber passt auf, ihr wisst doch, wo wir gehockt haben, in dem Silo, ne? Ja. Dahinter das Gebäude, also sozusagen, also zwischen euch und der Box ist ja, da kommt dann noch mal ein Gebäude. Dort hat der auch drauf geschossen. Das war nicht auf uns. Dort muss auch einer rumpimmeln. Auf wem schießt der, Odi? Ja, auf mich. Verfolgt. Ich glaube, wir werden verfolgt. Felix, du lauf einfach weiter. Ich versuche gleich zu schützen. Ich ziehe mich gleich an, wenn der Heli ein bisschen weg ist. Ja. Hinter mir ist einfach jemand. Dreh dich schießt auf jemand anderes. Nein, mach ich auch. Nee. Gut. Perfekt. Wo ist der? Alter! Du verrücktes Stück Müll, Alter, ey. Persönlich ist mir das egal. Du bist aua. Mir auch egal, Freundchen. Persönlich mit Haar schreiben, okay. Merkel will ehrenhaft. Übernehmen wir den Heli, damit die anderen wegrennen können. Ich sag dir Bescheid, wenn irgendwas ist. Alter! Er rastet hier völlig aus bei mir, ey. Komm ich nur noch nicht mein Equip an. Der Raketen? Der legt an zur Raketen. Aber! Nee, der schießt erst nochmal. Sollen wir den machen, Odi? Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Meinst du? Nimm mit den Muni, die ihr habt. Ja, wenn ihr schon sitzt, oder fast jeder. Der hat über... Jungs, wir haben ja da jeder. Ach Menno! Ich schieß drauf, Alter. Ja, macht, gönnt euch. Geist auf das Gear, was ihr habt. Meine Güte. Ja, das ist das Prinzip, was ich meine. Kommt die Schiss, probiert's. Habt Spaß. Ja. Oh, Platzko. Ja, Anlauf Raketen. Weiß ich nicht. Ich glaube ja, den, auf mich wieder. Merkt euch mal den Spot gut reizen. Ja, Mann! Ah! Dort ist eine große Base. Machen wir heute noch.
Felix, die kennen schon mit Dings, die wollen wir auch machen, hab ich schon so Das ist die 2x2 Base, Odi. Oder 2x1 da, was du meintest. Ja, ja, ist alles gut. Nee, nee, die hat in der Mitte nur mal 1-fach. 100 pro. Haben wir schon angeguckt, die hat sich noch nicht verändert. So, jetzt könnte ich mir eigentlich schon fast wieder gieren, oder was? Der ist ja eh abgelenkt. Alter! Alter, dass der nie auf mich geschossen hat, ist gerade ein Wunder. Ich hatte das C4 unten in der Hand. Alter. Rakete! Ja, ja, auf mich wieder weg. Aber der ist aber nee, auf dich. Abgelenkt. Hat das C4 unten ach so, in der Hand. Felix, wir müssen, Felix, wir sollten mal ein bisschen umgehen, ne? Wir sind schon. Ach nee, wir müssen zur R13, wa? Ja, ja. Ja, nee, ich war gerade bei P13, noch, sorry. Also. Noch bloß ist glaube richtig. Ja, ja, zu R13, genau, noch ist richtig. Du hast ein bisschen was an deiner Hosentasche kleben an der Seite. Wow. Hast du gesehen, Fliegen? Ja. Oh Gott. Der ist was explodiert. Macht ihr jetzt den Heli? Ja. Ja, aber, was hat, was, wie weit habt ihr den so runter? Er ist... Oh Gott, das erkenne ich nicht wirklich. Helikopter... Boah. 9682 erst. Da habt ihr schon 400 Schaden fast gemacht. Ne, 300. Ne, dann lass uns zurück. Bring mal Semi-Pistol oder Pistol-Muni, keine Ahnung, irgendwas. Der haut eh bald ab. Ah! Verrückt das Penner, ey. Was sagst du eigentlich zu dem, Felix? Ja, haben wir komplett dicht gemacht. Ich bin tot. Nein, nicht komplett dicht. Du gehst da durch. Oh, ich bin tot. Ja? Pass auf, ja. Ganz easy. Und jetzt siehst du die Tür hier durch. Ah, die habe ich selber noch nicht. Und dann kommst du hier rein. Easy peasy. Und oben die Sachen, da überlegen wir halt, bei der zweiten Tasche überlegen wir, ob wir die Rahmen auch wieder rausnehmen und dafür in den Fenster einbauen mit Schießscharten, falls sie sich von oben durchspringen, dass wir von, sozusagen von der Seite vielleicht noch ein bisschen, weißt du, falls sie hier oder von vorne kommen und die unten drinne sind. Genau, genau, genau. Ah, oh, ziehen ah. Wir erstmal hier an. Die Waffe wieder runter. Also und da hier Schießscharten rein. Ja genau, haben wir uns überlegt, aber wir brauchen dafür die anderen. Müsst ihr aber ab und an mal hier noch eine Tür setzen. Ah, damit, oh. Wenn die hier reinkommen, die, die den Vorteil haben der Schießscharten. Sondern dass wir auch durch die Türen können. Ja, klar, nee, das machen wir ja. Das ist ja soweit der Plan gewesen. Lauf, Odi. Also ich hätte ja hier noch ab und zu mal ein Fenster eingebaut, weißt du? Schopfhund einfach eingebaut. Ja, er schießt instant mit Raketen auf offenem Feld auf mich, Alter. Ach Quatsch, lassen wir so. Ich bin tot. Oh, Freunde der Sonne. Nachher müssen wir wieder Schwefel fahren, hab ich gehört, wa? Euch steig ich nach Explomoni. Hm, hier müsste meine Leiche... Ah, ich sehe sie. Ich hab meine auch. Ausgezeichnet. Und wieder zurück. Naja, war eine relativ lustige Folge.